Hallo und willkommen zurück zu Marvel's Spider-Man. Heute machen wir endlich die Mission weiter, also die Story-Mission. Und zwar heißt es etwas Altes, etwas Neues. Er sagt ja schon die ganze Zeit, er will was an seiner Ausrüstung machen. Mal gucken, was er machen will. Vielleicht können wir dann endlich auch Sachen verbessern. Show. Wir sind wieder bei Octavius. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Jo. Das ist aber Peters Werkbank. Warte mal. Wir konnten doch irgendwo anders Wir noch müssen was unseren machen. Arbeitsplatz wirklich besser organisieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo war denn das? Oder geht das jetzt gerade nicht? Hier war das, ne? Lass mal kurz hier reinschauen. Ja. Sag mal, hatten wir die ersten nicht schon gemacht gehabt? Was wollte Doc denn damit? Ach nee, das ist das andere jetzt hier. Okay. Dann machen wir das mal fix. Gibt ja auch mal gut Wunderbar. EP-Punkte. So, dann machen wir gleich das nächste. Wenn wir eh schon hier sind, Scheint ein ne? weiterer potenzieller Kontaktwerkstoff zu sein. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da einen besseren dickeren Streifen reinkriegen. Okay, dann ist das schon mal verkehrt. So, mal gucken. Das sind dann die zwei. Jo. Gut, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir das und das. So, und dann. Brauchen wir diesen und den da ganz unten. Hey. Na. Rutsche nicht mal hoch. Oh, Hydrogel-IPN. Vielversprechend. Wäre bestimmt ein tolles Gewebeinterface. So, next please. Was wollte Doc denn damit? Okay. Ah, hier machen wir einen Strich wieder weg, ne? Lass mal gucken. Ich gehe mal davon aus, das und das. Ja. Dann. Das kommt hier rüber. Und dann hätten wir noch die zwei. Dann brauchen wir dann wahrscheinlich das hier. Und das hier. Passt. Sehr leitfähig. Aber wer weiß, wie stark es sich langfristig abnutzt,
Es könnte sich aufspalten. So, eine haben wir noch. Doc hat die Biokompatibilität von Graphen getestet. Das und... Nee, halt. War gerade verkehrt. Das und nee. Warte mal, da passt was nicht. Genau. Ach, Mist, habe ich das Falsche weggemacht. So. Gut, jetzt brauchen wir das und das. Das ist jetzt wieder relativ easy. Und dann haben wir noch die drei, also die zwei da oben. Zack. Gut, dann sind wir hier schon mal durch. Nicht so toll. Ziemlich hohe Zytotoxizität. Eher kein geeignetes Gewebeinterface. Okay, der Rest ist noch gesperrt. Aber es gibt doch noch eins, wo wir schon angefangen hatten. Wo war denn das nochmal? Was ist das? Jo. Haben wir auch wieder drei verfügbar. Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Einmal. Zweimal. Warte mal, ich glaube, jetzt müssen wir die beiden entfernen, ne? Nee. Hä, warte mal. Irgendwas passt gerade nicht zusammen. Wir fangen mal von hier an. Ach ja, okay, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich wie. Zack. Zack, und dann ist es nur noch so ein Hin und Her hier. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein. Das Armgyroskop muss auf automatisch stehen. Plus 2, jetzt muss ich wieder aufpassen. Das ist ein Minus. Ah, okay, wir haben schon ein Minus 4 sozusagen. Okay, gehen wir darüber. So, 2. Drei. Warte mal, da passt aber was nicht. Da passt was nicht. Weil da kriegen wir nur noch einen abgezogen. Lass mal kurz gucken. Jetzt sind wir gleich. Ah, doch, 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 das passt. Okay. Das passt. So, jetzt haben wir nur noch normale. So, dann nehmen wir den noch. So, jetzt haben wir wieder einen zu viel. Und das gleiche da unten wieder aus. Passt. Fertig.
Jetzt können Träger der Prothesen sehr viel. Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Okay, jetzt wird es wie immer extremer hier. Wir haben jetzt schon minus 8. Minus 8. Dann machen wir 1. Wahrscheinlich brauchen wir hier nicht komplett rüber. Wir gucken jetzt mal, dass wir nur das machen. 4. Okay, das. Doch, das reicht. Zack. Da wollte er mich verarschen. Aber nicht mit Super. mir. Viel effizienter und vermutlich sicherer. Gut, dann hätten wir das erstmal. Dann können wir jetzt erstmal wieder an unsere Werkbank. Und basteln mal ein bisschen hier. Ist schon ein bisschen zerstört, ne? Parker. Dr. Octavius, ich. Oh, oh. Was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Oh, oh. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie. Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Haben wir schon rausgeredet. Gut. Dann machen Sie mal. Lesen Sie Ihre E-Mails. Der hat bestimmt jetzt da dran was gemacht, ja? Ich mich nicht feuern. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund Otto. Ja, der liebe alte Otto hier, da hilft er uns sogar. Weiße Spinne, hm? Wir haben also neue Anzüge. Ja, wunderbar. Schließen die Missionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. Ach, den soll ich jetzt herstellen, okay. Ah, dafür brauchten wir auch die Rucksackmarken. So, das hätten wir dann. Jetzt hat, glaube ich, jeder einzelne Anzug auch eine Anzugskraft. Und die Anzugsmods, genau. Das müsste gehen. Das ist schön. Jetzt können wir nämlich basteln. Und dass wir auch stärker werden. So, wir haben natürlich den neuen Anzug an. Bin spät dran.
Und schon sehen wir anders aus. Yeah. Ich komme. Siehst gut aus, Spidey. Danke. Hallo, New York. Neuer Anzug, altes Ich. Aber vorher, bevor es hier weitergeht, gucken wir erstmal noch die anderen Anzüge an. Gut, hier brauchen wir schon wieder andere Marken für. Das haben wir ja. So, hier brauchen wir noch eine Verbrechensmarke. Basismarken. Okay, haha. Jetzt bin ich nämlich gerade am Überlegen, ob ich die ganzen Verbrechen auch alle noch vor der Story mache oder nicht. Rufen nicht mehr nach Verstärkung, wenn sie alarmiert sind. Die haben alle nämlich eine Fähigkeit und das ist eigentlich ganz gut. Und der hat keine Anzugskraft. Huch. Ach Gott, was ist denn hier noch los? Huh? Ach Gott, war. Die habe ich alle schon. Ach du Heilige. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich die aber nicht gehabt. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Aber die haben alle keine Anzugskräfte. Der hat jetzt eine, ne? Die Hybrid-Biomembran generiert schnell für kurze Zeit Fokus. Okay. Anzugsmods. Dafür brauchen wir auch wieder Marken. Okay. Dann wissen wir ja, was das heißt. Wir brauchen erstmal Verbrechermarken. Und die anderen kommen noch dazu. Oder wir machen erstmal die Story weiter, bis wir die Basismarken und so auch noch kriegen. Und dann machen wir nochmal die Sessions mit für die Basismarken und Verbrechermarken. DLC freigeschaltet, die Stadt, die niemals schläft. Über den DLC-Reiter kannst du was? Ah, jetzt können wir die auch spielen, ne? Auswählen, auswählen, auswählen. Gut, auf jeden Fall werde ich die hier auch spielen. Weil die kenne ich nämlich noch gar nicht. So, jetzt warten wir erstmal hier. Fist-Verstecke. Ach, das ist das. Okay. Gut. Das gehört jetzt zur Hauptstory. Das machen wir jetzt mal. Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst. Und mir alles Verdächtige meldet. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Richtig. Und bei den Fist-Verstecken kriegen wir natürlich auch wieder Marken. Nur weiß ich jetzt nicht genau, ob es die Basismarken sind oder andere. So, das wäre die Baustelle. Aber ich würde. Was ist der schon wieder zu sagen? Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer. Erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftaube. Also wurde unser Steuergeld verschwendet für so gut wie nichts. Und sowas nennt man dann in der echten Welt wohl ein Happy End, Leute. Und das interessiert jetzt wen? Gut, ich würde sagen, die Baustelle machen wir aber dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.